Kurz, schön und vollgepackt war mein Besuch in Hamburg und Lübeck, sodass es erst jetzt weitergehen kann mit den sich überschlagenden Ereignissen bei Ryuga Gotoku Ishin. Und ich würde sagen, wir legen direkt los mit einem neuen Kapitel, wie ich glaube, daher also auch mit einer Zusammenfassung, was in den ersten 12 Kapiteln geschah. Nachdem es Ryoma und Okita gelungen war, eine Audienz mit dem Shogun zu erzwingen, erwartete sie die brennende Kaiserstadt Kyoto. War alles umsonst gewesen? Ryoma eilte durch die Flammen und fand schließlich den tödlich verwundeten Kondo, nur noch halb bei Bewusstsein. Danach traf er auf Okada Iso, der vom falschen Ryoma seine Befehle erhielt. Am nächsten Tag wurde deutlich, dass sich Ito Kashitaro mit einem Teil der Kapitäne von Kondo und der Shinsengumi lossagen würde. Seine Fraktion wurde erklärter Feind der Shinsengumi und nannte sich nun Goryo Eji. Auch Toro Heisuke zählte zu diesen Abtrünnigen. Und so beginnt das 13. Kapitel, das Attentat auf Sakamoto Ryoma. Oje, das war jetzt nichts Gutes. Sind wir also bald da angekommen, wo das Spiel begonnen hat? Die Nacht, in der Ryoma ermordet wurde. Also, was steht nun an, Doshitan? Der Großteil unserer Truppen ist mit Ito gezogen. Als Shinsengumi können wir nicht mehr viel ausrichten. Ja, also dass uns sogar Heisuke so einen Dolchstoß versetzen würde. Hijikata, eines will ich gern von dir wissen. Was? Es geht um die letzte Weisung, die Kondo mir mitgab. Ging es dabei darum, die Versammlung abzuhalten, um die Verräter ausfindig zu machen? Ja, schon. Ah, Hajime. Willst du auf was Bestimmtes raus? Nein. Ich meine aber, Ito war jetzt kein Mann, der seine Ambitionen sonderlich verborgen gehalten hat. Einer wie Kondo müsste diesen Verrat schon bemerkt haben, könnte ich mir vorstellen. Ja, das stimmt eigentlich. Daher frage ich mich, sein letzter Schachzug, da sollte doch etwas mehr dran gewesen sein. Ist das so, Toshi-chan? Ja. Wir dachten, dass uns der Feind unterwandert hat, aber wussten nicht, wie wir ihn aufspüren sollten. Komm rein. War das nicht etwas verfrüht, Hijikata? Du hättest sie doch echt etwas länger auf die Folter spannen können. Heisuke. Saito. Es verhält sich genau wie Saito. Nein, Sakamoto, es geahnt hat. Kondos letzte Amtshandlung war Ito zu benutzen, um den falschen Sakamoto Ding festzumachen. Den falschen Sakamoto? Was soll das heißen? Hä? Okay. Gleich schon wieder ein Twist? Hijikata, bitte erklär Kondos Plan genauer. Also, Ito Kashitaros Machtambitionen waren uns eigentlich klar, von dem Zeitpunkt, als er zu Shinsengumi hinzugestoßen ist. Kondo hat ihn absichtlich bei uns behalten, um zu beobachten, mit was für Leuten er sich umgeben und verbünden würde. Um echte Feinde der Shinsengumi zu entlarven. Das heißt also, Kondo hat Ito von Anfang an als Werkzeug angesehen und benutzt, korrekt? Letztendlich ja. Und Heisuke hat das dann alles überwacht? Heisuke ist ebenfalls einer von uns aus dem Shieikan. Aber er hat auch bei Ito Militärtaktik gelernt.
Vor etwa einem halben Jahr trat Kondo daher an Heisuke heran, dass er sich Ito annähern solle. Wie es scheint. Wie es scheint? Selbst du wusstest davon nichts. Genau. Kondo war schon immer jemand, der für Überraschungen gut war. Und er hatte immer alles ganz genau durchdacht. Bitte entschuldigt. Ich wollte euch alle miteinander nicht täuschen, aber ich konnte es auch nicht gut einfach ausplaudern. Das heißt also, du hast Ito nun geschützt, damit wir herausbekommen können, mit wem er in Verbindung steht. Richtig. Ansonsten hättet ihr ihn ja an Ort und Stelle getötet. Dann wäre es nicht mehr möglich gewesen. Mann, das war nicht leicht. Ich habe schon lange keine Waffe mehr abgefeuert. Aber gut. Mit wem ist Ito denn nun in Kontakt? Das wäre ein Mann aus Tusa. Er heißt Sakamoto Ryoma. Schon wieder dieser Name. Ja, aber wartet. Ich habe noch mehr Infos. Was denn? Bald wird dieser Sakamoto mit den Repräsentanten aus Satsuma und Choshu eine große Versammlung abhalten. Und Ito ist mit der Organisation dieser Zusammenkunft betraut. Die Repräsentanten von Choshu und Satsuma? Also Katsura Kogoro und Saigo Kichinosuke. Ja, wegen der Rückgabe der Regierungsgewalt. Weil diese Sache diesen Sakamoto Ryoma anscheinend relativ stark in Aufregung versetzt, da er das Bakufu stürzen will. Verstehe. Er will wohl Satsuma und Choshu anstacheln, schnell gegen das Bakufu anzutreten, bevor der Kaiserhof eine neue Regierung stellt, um so den Krieg herbeizuführen. Du meinst, er will ganz Japan in einen großen Krieg stürzen? Aber Ito zufolge ist das Treffen nur ein Vorwand. Dieser Sakamoto Ryoma verfolgt nämlich eigentlich wohl ein anderes Ziel. Was denn? Vielleicht einen Anschlag auf Katsura und Saigo? Nein, glaube ich nicht. Ich bin mir sicher, er will die Lehen gegen das Bakufu aufbringen. Und wenn sich die beiden Seiten gegenseitig geschwächt haben, mit Hilfe der Kinoto eventuell die Macht an sich selbst reißen. Wenn zwei sich streiten, ne? Ja, aber Satsuma und Choshu sind nicht bescheuert. Glaubst du, die fallen auf sowas rein? Das ist wohl wahr. Daher ist Ito sehr damit beschäftigt, die beiden irgendwie zur Einwilligung für ein Treffen zu bewegen. Außerdem braucht es noch einen Ort, an dem sich die drei heimlich treffen können. Okay, Heisuke. Und dieser Sakamoto Ryoma, wo ist er jetzt? Tja, darüber gibt Ito niemandem von uns Auskunft. Wenn jedoch diese Versammlung stattfindet, dann bin ich mir sicher, dass er auftauchen wird. Okay. In dem Fall. Dann sehen wir doch zu, genau das möglich zu machen. Ja? Und an diesem Ort warten wir dann, dass dieser Sakamoto Ryoma auftaucht. Du meinst, wir nutzen das Treffen mit Satsuma und Choshu als Köder? Exakt. Er hat meinen Vater auf dem Gewissen. Und dazu angestiftet hat er Seri Sabakamo, den er dann auch getötet hat. Dieses Mal schlagen wir zu. Aber wie machen wir diese Versammlung möglich? Wenn Satsuma und Choshu nicht mitmachen, dann gibt es kein Treffen. Ich werde mich darum kümmern. Du? Wie denn? Ich kenne Saigo und auch Katsura.
Ich werde mich mit den beiden direkt treffen und sie darum bitten. Was, du kennst die? Direkt darum bitten? Ja. Ah, das stelle ich mir ja schwierig vor. Was meinst du? Itos Leute von der Goryeo-eji sind gerade überall in der Stadt. Und Saito sticht mit seinem Gesicht einfach zu sehr heraus. Wenn er sich also direkt mit Katsuda und Saigo trifft, dann wird Ito durch seine Überwachungstrupps sicherlich davon erfahren. Wenn man es so betrachtet, dann kommen wir alle also nicht in Frage. Alle außer Heisuke. Aber jetzt nach der Regierungsübergabe ist es sowieso nicht einfach, Saigo und Katsuda zu besuchen. Sie stehen in direktem Dialog mit dem Kaiser. Heisuke kann daher nicht einfach so bis zu ihnen vordringen, denke ich. Verdammt. Wenn wir aber jetzt nicht schnell handeln, dann werden wir den falschen Roma auf gar keinen Fall aufhalten können. Und wir müssen also unbedingt, unbemerkt von Itos Leuten, Katsuda und Saigo informieren. Wie sollen wir das nur machen? Alle scharf am Nachdenken. Diese Sache, überlass sie mir. Ah, lang nicht gesehen. Nakaoka. Frisch zurück aus Tosa. Aber ich habe ungefähr gehört, wie es steht. Ich sehe, wir sind jetzt vollzählig, was? Wann sind die denn eingeninjert? Plötzlich da? Was, auch Otose und Oryo? Warum? Was ist hier los? Die saßen doch im ersten Shot nicht da, oder? Ah, das Omiya. Das hier... Das ist ein Gasthaus, das vor einigen Tagen fertiggestellt wurde. Es heißt Omiya. Omiya. Der Ort, an dem Sakamoto Ryoma zu Tode kam. Wem ist es nur zu verdanken, dass es so weit gekommen ist mit dem Teradaya? Nachdem einmal so eine Aufruhr herrschte, halten sich die Gäste fern von uns. Deshalb habe ich diese neue Herberge hier erbauen lassen. Und weshalb nun hast du uns hierher geleitet? Das Omiya ist noch ein unbeschriebenes Blatt, das keiner kennt. Ich dachte, das wäre ein perfekter Ort für ein Treffen zwischen Tosa, Satsuma und Choshu. Hier die Versammlung der drei Lehen? Frau Wirtin, verstehst du, was dein Angebot bedeutet? Bei dieser Versammlung handelt es sich nicht um ein einfaches Treffen. Unsere Absicht ist ein Überfall. Darüber bin ich mir natürlich vollends im Klaren. Macht mit dem Omiya, was ihr wollt. Fackelt's ab oder reißt es ein. Was? Wieso? Ist dir egal, wenn wir es beschädigen. Was ihr wollt. Aber bevor ihr nur halbe Sachen dabei macht, es wäre besser, es in dem Fall danach komplett niederzubrennen. Denn es ist günstiger, es wieder neu aufzubauen, als alles zu säubern und dann zu reparieren. Was genau denkst du dir dabei, Otose? Hajime. Nein, ich sag besser Sakamoto. Wenn ich, Otose, auch all meine Ersparnisse verlieren mag, ich bitte dich, rette diese Stadt. Ein Jahr ist es her, dass die Mibu-Wölfe in die Stadt gekommen sind und dass die Straßen immerzu von Blut beschmutzt sind. Dass die Schreie der Krähen, die das Fleisch von den niedergemetzelten Körpern reißen, einfach nicht verstummen. Ich kann den Anblick dieser Stadt nicht länger ertragen. Wenn Sakamoto
Also der falsche Sakamoto nicht mehr unter uns ist. Dann wird das alles ein Ende haben, oder? Und wenn der Preis dafür ein oder zwei Gasthäuser sind, macht mir das nichts. Für diese Stadt und alle Menschen, die in ihr leben, bringt das alles endlich zu Ende. Bitte. Sieh mich an, Otose. Deine Bitte. Ich nehme diese Aufgabe auf mich. Und bringe hier im Omiya alles zu Ende. Ein für alle Mal. Sakamoto. Oryo. Ich fühle ganz genau wie die Wirtin. Und ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um zu helfen. Sag mir nur was. Das bin ich dir schuldig. Um vielleicht meine Schuld dir gegenüber zu tilgen. In Ordnung. Aber zuallererst, sieh auch du mich an und zeig mir dein Lächeln. Was? Denn weißt du, für mich gibt es nichts, das größeren Wert hätte. Okay. Ja. Hochemotional, die drei. Aber ich kann verstehen, dass sie genug von allem haben. Und es nimmt kein Ende, wie es scheint. Also gut, dann wäre die Örtlichkeit entschieden. Wie stellen wir es aber mit der Einladung von Saigo und Katsura an? Saigo würde ich übernehmen. Du? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Saigo momentan jemanden trifft, den er nicht kennt. Aber im Gegensatz zu euch allen kann ich mich von der Goryeo Eiji unerkannt bewegen. Und darüber hinaus habe ich eine Information aus Tosa, welche mir eventuell die Tore zu Saigo öffnet. Was denn für eine Information? Naja. Das Gesicht des falschen Sakamoto Ryoma. Wow, das berühmte Foto. Ein bisschen verändert. Huh? Was ist das? Man nennt es eine Fotografie. Was meinst du, Ryoma? Das Gesicht ist dir sicher bekannt, oder? Ja. Das ist Takechi Hampeter. Was? Wer ist denn das? Mein Bruder und das Oberhaupt der Tosa Kinoto. Ein Mann, der in Tosa Seppuku begangen haben soll. Also doch. Das ist der Mann. Ich kenne diesen Mann als Sakamoto Ryoma. Was? Ja. Genau dieser Mann war es. Hajime. Wusstest du etwa, dass dieser Mann den Namen Sakamoto Ryoma benutzt? Ja? Okada Iso hat es mir berichtet. Aber das hier jetzt ist der unumstößliche Beweis. Vielleicht kann ich mit dieser Fotografie zu Saigo durchkommen. Er weiß ja auch, wie der falsche Sakamoto aussieht und wer das eigentlich ist. Unter den Leuten aus Choshu und Satsuma gibt es fast niemanden, der es weiß, dass Takechi sich als Ryoma ausgibt. Ich denke, dass sich damit Saigos Interesse so weit wecken lässt, dass ich ihn treffen kann. Keine schlechte Idee. Aber was machen wir mit Choshu? Im Gegensatz zu Saigo wissen wir nie, wo Katsura auftaucht oder sich aufhält. Wir haben keine Möglichkeit, ihn zu treffen. Eine gibt es vielleicht. Es gibt eine Frau, Ikumatsu, die ihm nahesteht. Sie ist Wirtin in einem Laden, den Katsura heimlich betreibt. Matsunoi. Ich habe Katsura bereits vormals einmal über sie getroffen. In dem Fall kümmere ich mich um Katsura.
Ihr könnt euch nicht frei in der Stadt bewegen. Und wegen dieser Fotografie. Vielleicht kann auch ich ihm davon erzählen. Ja, aber du musst doch auch gegenüber Ito das Omiya als geeigneten Ort anpreisen. Genau. Und wie willst du Ito und Konsorten gegenüber das Treffen mit Katsura erklären? Naja, ich tue einfach so, als würde ich dort trinken gehen. Dodo. Damit beschreitest du jetzt einen gefährlichen Weg. Pass bloß auf, dass Ito keinen Wind von deinen Handlungen bekommt. Na, das ist mir doch klar. Gut. Dann gehen wir also vor Einbruch der Dunkelheit besser zurück zum Tonshō. Ito wird uns sicherlich beobachten lassen. Dadurch wird es einfacher für Nakaoka und Heisuke in Aktion zu treten. Okay, gut. Es bleibt nur zu hoffen, dass Nakaoka und Todo alles hinbekommen. Ich sollte jetzt letzte Vorbereitungen treffen und auch vielleicht nochmal beim Landhaus bei Haruka vorbeischauen. Also, über das Futon im Zimmer lässt sich nun die Tageszeit umstellen. Das heißt, ich könnte jetzt wohl noch ein paar Substories erledigen, die Tageszeiten abhängig sind. Ich mache auch mal ganz kurz eine Pause, vielleicht bis zum Mittag. Denn eine, die mir jetzt gerade spontan einfällt, wäre diese Geschichte mit dem amerikanischen Möchtegern-Samurai, die irgendwann nochmal erledigt werden muss. Wow. Das war viel zu übersetzen. Kommt mir ein bisschen vor wie bei Ocean's 11. Jetzt wird hier ein richtiger Coup geplant, oder was? Wieder eine interessante Entwicklung. So langsam zeichnet sich auch wirklich ab, wie die Geschichte hier ausgehen wird. Ich spreche jetzt nicht mit Oryo. Das Foto, das gezeigt wurde, macht auf jeden Fall deutlich, dass Hanpeter als Sakamoto Ryoma in die Geschichte eingehen wird, wenn sich die ganzen Sachen hier zu Ende entwickelt haben. Also der Sakamoto, der dann im Omiya ermordet worden ist. Denn diese Fotografie ist eine der wenigen, welche von ihm existiert, von Sakamoto Ryoma, und wohl auch eigentlich die berühmteste. Das bedeutet, dass unser Ryoma hier, wie es ja auch schon ganz zu Beginn des Spiels angedeutet wurde, gute Chancen hat, die ganzen Irrungen und Wirrungen lebendig zu überstehen. Das ist auch ganz gut für alle, die in einem Premium-Adventure-Mode weiterspielen wollen. Aber mal schauen, das wird sicherlich super dramatisch alles. Ich gehe mal ganz kurz hier bei Komeki vorbei, um noch vielleicht eine Technik zu lernen. Die sollten wir mitnehmen. Da habe ich, glaube ich, noch nicht alles freigeschaltet. Ich frage mich, wie ich jetzt am besten weitermachen soll. Vielleicht schreibt ihr es mir einfach in die Kommentare, ob ihr noch ein paar Substories sehen möchtet oder aber ob wir uns direkt ins Endgame begeben sollen. Ich persönlich tendiere eher dazu, weil es eben gerade so spannend ist hier gerade. Was muss ich jetzt machen? Während des Ausweichens mit X-Kreis, um dann jemanden zu greifen, muss natürlich getroffen werden. So geht das dann. Hui. Ist gar nicht so leicht. Weiß nicht, ob das so praktisch ist. Kann man vielleicht ein bisschen schneller sich die Gegner greifen, aber ansonsten, naja. Wie viele Schlachten muss ich jetzt machen, damit ich weitermachen kann? 5, okay. Geht nichts sonderlich schnell in dem Spiel. Ja. Wie gesagt, schreibt mir einfach, wie genau wir weiterverfahren sollen mit Ryuga Gotoku Ishin. Es gäbe ja auch noch diese ganze Sache um Haruka im Landhaus, wo wir noch, glaube ich, gar nichts zurückgezahlt haben. Wahrscheinlich habe ich sie nicht oft genug losgeschickt mit ihrer Kiepe. Und naja, so viel Zeit habe ich jetzt heute nicht mehr zum Aufnehmen, dass ich jetzt da noch viel weitermachen kann. Oh, hier geht noch was ab. Ein Räuber, Diebe! Wo ist er hin? Da sind sie hin! Ist nicht nur einer, es sind mehrere. Ah, das sind diese blauen Ninja vom Steckbrief. 10 an der Zahl. Wartet! Und dann macht er sich direkt auf den Weg. Ui, hier laufen wirklich viele rum. Muss ich jetzt alle 10 hier einfangen, oder wie sieht das aus? Einen hätten wir schon mal. Oh nein. Ja, das war der erste. Ich muss jetzt wirklich, wie es aussieht, 10 einfangen. 9 bleiben übrig. Na gut, ja. Ganz interessant, wie das Omiya aussieht, wie es hier präsentiert wird im Spiel.
Das ist jetzt ja eine relativ große Herberge, die uns dargeboten wurde, wo sie eben vorstanden, wo dann das Treffen abgehalten werden soll. Eigentlich, wenn ich es richtig weiß, war das Omiya nicht in erster Linie eine Herberge oder ein Gasthaus, sondern eigentlich nur ein relativ kleines Sojasoßengeschäft oder so. Oder Sojabohnengeschäft, da war ein Sojabohnenhändler, ich weiß nicht genau, ob Sojabohnen oder Sojasauce war, der dort seinen Laden betrieben hat oder seinen Handel. Und ich glaube, es gab, wenn dann, ein paar Gästezimmer im ersten Stock. Das war bei Weitem nicht so riesig, wie es jetzt hier dargestellt wurde. Komischerweise findet man in der Literatur trotzdem häufig Hinweise, dass es sich um die Omiya-Herberge handelt. Und ich habe es ja auch, glaube ich, im ersten Video ja sowieso verwechselt mit dem Tedadaya und das auch als Herberge bezeichnet. Da sollte man aber vielleicht schon auf diesen Unterschied hinweisen. Ich weiß gar nicht, ob ich das dann in einem der nächsten Videos noch gemacht hatte. Okay. Wie vielte war das? Der sechste. Es bleiben noch vier, die einzufangen wären. Eine wirklich überaus spannende Beschäftigung. Ein toller Zeitvertreib. Aber so schwierig ist es natürlich auch nicht. Vor allen Dingen nicht, da ich meine Sprintfähigkeit entsprechend ausgebaut habe. Ganz anders als in Dark Souls, das ich gerade im Remaster neu gestartet habe. Der eine oder die andere unter euch wissen ja sicherlich, dass ich gerne mal erwähne, dass das eine meiner Lieblingsspielserien ist. Und ich war doch relativ schockiert, als ich gestern Abend von der kurzen Reise zurückkam und feststellen musste, dass ich es doch nicht so gut in Erinnerung habe, wie ich eigentlich dachte, und dann doch manchmal schon ein bisschen Herzklopfen bekommen habe. Ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, dass ich Dark Souls das letzte Mal gespielt habe. Vielleicht 4-5 Jahre. Und eigentlich war ich davon ausgegangen, dass es sich komplett eingebrannt hat, da ich es so ausgiebig gespielt hatte. Ist aber gar nicht unbedingt der Fall. Und dann habe ich in der Undead Burg am Anfang irgendwo Schritte herkommen hören und dachte so, scheiße, wo ist jetzt der Gegner, wo kommt der Typ angelaufen? Ich will jetzt nicht von hinten überfallen werden, weil ich auch direkt mit einem Deprived Run losgelegt habe. Das heißt, dass ich komplett ohne Rüstung und nur mit Holzplankenschild und Keule das Spiel begonnen habe, aber dafür mit ausgewogenen Grundwerten. Macht also immer noch Spaß, auch wenn es etwas hakeliger ist, als ich es in Erinnerung hatte. Oh, und jetzt habe ich alle eingefangen. Dann mal sehen, wie sich das entwickelt. Verdammt! Jetzt gebt zurück, was ihr gestohlen habt. Mist! Wir hauen ab! Und er lässt sie wieder einfach entkommen, oder was? Halt, stopp! Ihr seid doch eigentlich wohltätige Räuber, oder nicht? Warum macht ihr das also? Ihr wart doch mal rechtschaffend. Das ist egal. Lass uns einfach in Ruhe. Jemand wie du, der kann das nicht verstehen. Hä? Oh, so ist es eben jetzt, oder sowas? Natürlich ist es schlimm für die Stadtbewohner, aber was sollen wir anderes machen? Irgendwas steckt dahinter. Das ist offensichtlich. Vielen Dank, du hast mir sehr geholfen. Keine Ursache. Papa, pass auf, mit diesen Dieben nimmst du neuerdings zu. Danke. Ich sollte nochmal zur Tachibana-Gumi und Bericht erstatten. Ja. Das machen wir dann auch. Aber ich würde sagen, erst beim nächsten Mal. Bevor ich aber speichere, nochmal ganz kurz eine kleine Runde hier durch das Viertel. Denn ich wollte ja eigentlich schauen, ob unser amerikanischer Freund hier zu finden ist, um ein paar Schwertübungen zu machen. Und falls das nicht, wäre ja auch noch der kleine Hund Mame anzufüttern, dass er mir auf den Hof folgt. Der war doch hier auch irgendwo. Hier? Habe ich irgendwas Gutes für ihn? Kriegt er hier was von den kleinen Dingern? Denn das brauche ich nicht zum Heilen. Und hoffentlich ist er dann bald wohl auf. Das muss ich noch ein paar Mal machen. 2 oder 3 Mal.
aber unser amerikanischer Freund ist jetzt nicht hier. In dem Fall, ja, speichere ich jetzt direkt ab. Ich habe gerade sowieso die halbe Stunde erreicht und viel Zeit bleibt mir heute auch nicht. Ich möchte es auch noch schneiden, damit ich das Video schnell herausbringen kann. Ich bedanke mich also wie immer, dass ihr zugeschaut und auf dieses Video gewartet habt. Und freue mich, wenn es beim nächsten Mal weitergeht mit Ryuga Gotoku Kiwami 2 und danach natürlich wieder mit Ishin. Schreibt mir wie gesagt gerne rein, wie ich weiter verfahren soll. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.